Herzlich willkommen zu dem Kurs Programmieren mit HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. So, wir hatten uns in den letzten drei Videos Möglichkeiten angesehen, wie man HTML programmieren kann von der Software, die wir dahinter stehen haben, die wir brauchen, um überhaupt programmieren zu können. Und diesmal fangen wir wirklich an mit dem Programmieren. Und es geht jetzt erstmal um den Aufbau eines Website-Dokuments. Das ist sozusagen so der Urschleim von dem Ganzen, was ich brauche. Ich werde noch nicht erklären, was wir hier alles programmieren, aber erstmal, dass ihr seht, so ist ein Website-Dokument aufgebaut. Gut, wir brauchen ein ganz leeres Dokument und als erstes solltet ihr auf der Tastatur nach den Größer- und Kleiner-Zeichen schauen, nach diesen beiden Zeichen. Die brauchen wir nämlich ganz häufig, eigentlich andauernd. So, ich schreibe ein kleiner Als-Zeichen, das ist auch eine Winkelklammer, nennt man das, Winkelklammer auf. Und da schreibe ich rein Ausrufezeichen, groß Doc-Type und dann HTML. So, Winkelklammer zu. Und damit sage ich dem Internetbrowser noch einmal, es handelt sich um ein HTML-Dokument. Und hier könnte ich verschiedene Sachen angeben. HTML ohne irgendetwas heißt, es wird die neueste Version von dem HTML genommen. Es gibt nämlich verschiedene Versionen davon. Und seit etwa 2 Jahren gibt es das HTML5. Und da haben sich so die Entwickler durchgesetzt und haben daraus eine reine Beschreibungssprache gemacht und die ganzen Gestaltungselemente weitestgehend rausgenommen, so dass wir die vor allem mit CSS dann programmieren müssen. Deshalb gibt es ja HTML und CSS auch zusammen. So, aber keine Angst, wenn ihr das jetzt noch nicht so ganz greifen könnt, das wird im Laufe des Kurses klar. So, als nächstes schreibe ich Winkelklammer auf, HTML, Winkelklammer zu. Das heißt, hier fängt jetzt das ganze Dokument an. So. Und am Ende muss ich dann auch hineinschreiben, Winkelklammer auf, dann ein Schrägstrich, den erreicht ihr mit Shift 7, Schrägstrich und HTML. So. Und ihr habt hier ganz grundsätzlich den Aufbau von diesen Befehlen. Es wird einmal begonnen und einmal beendet. Und begonnen wird es mit einem Namen, der in Winkelklammern steht, und beendet wird es mit einem Schrägstrichnamen, der ebenfalls in Winkelklammern steht. So, das ist das Erste. Das Zweite, brauche ich ein Element, das heißt Head. Auch hier, das lasse ich ganz leer. Das mache ich zu. Dieses Head-Element, alles was hier drin steht, wird im Browser nicht angezeigt. Dazu ist das nächste Element zuständig. Im Head kann ich aber ganz viele Definitionen reinsetzen und ganz viele Sachen, die wichtig sind. So, als nächstes kommt dann das Element Body. Und das ist das, was im Browser angezeigt wird. So. Und hier könnt ihr zum Beispiel mal reinschreiben, meine erste Internetseite. Und wenn ihr es jetzt noch ein bisschen schöner machen wollt, dann rückt ihr das Ganze ein. Dann sieht man nämlich, okay, hier beginnt das eine und hier endet das andere. So. Und ich mache auch immer genügend Leerzeichen rein, um das Ganze lesbar zu machen. So. Leerzeichen heißt eben, hier beginnt nochmal ein ganz neuer Block. So. Die Einrückungen werden nicht angezeigt. Dazu gibt es andere Befehle. Also alles, was ihr einrückt und an Text habt, das beginnt gleich am Anfang. Das seht ihr auch gleich. So. Ich speichere das Ganze ab. Okay, so, das ist alles in Ordnung erstmal. So.
Und jetzt gehe ich in mein Windows Explorer rein. Hier unten haben wir unser Dokument, das was wir eben gerade geschrieben haben. Und ich öffne das mal im Browser. In Firefox werde ich das jetzt öffnen. So. Na, da ist er. Und jetzt seht ihr, hat er mir hingeschrieben, meine erste Internetseite. Und ihr seht diese Einrückung, die ich im Programm selber drin habe, die ist hier nicht zu sehen. Wenn ihr eine Einrückung machen wollt, dann gibt es dazu andere Methoden. Aber erstmal lassen wir das so. Gut, so, also ich gehe nochmal zurück, einfach weil es auch wichtig ist. Und ja, jedes Programm besteht erstmal aus einer Definition, um welche Dateisorte handelt es sich. Hier könnte auch CSS drin stehen oder PDF oder was auch immer. So, dann gibt es einen Befehl HTML, der steht um das ganze Programm herum. Das braucht uns auch gar nicht weiter zu kümmern. Dann gibt es hier den Befehl head, einmal geöffnet und einmal geschlossen, und den Befehl body, und die werden wir ganz häufig gebrauchen. Da werden wir relativ viel reinschreiben. Also head und body, das sind die wichtigen Sachen. So, und so fangen wir jedes Programm an, und dann könnt ihr auch gleich mal so ein bisschen ausprobieren, ein bisschen mehr reinschreiben und sagen so, habe noch nie HTML programmiert und so weiter. Dann könnte man ein bisschen ausprobieren, was passiert. Und das war es auch schon für diese Folge. Und beim nächsten Mal zeige ich euch ein bisschen Gestaltungsmöglichkeiten von dem ganzen Dokument. So, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen, dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.